Hyper Dragon Ball Z. Ihr habt's gehört, Ladies and Gentlemen. Wir sind hier bei Hyper Dragon Ball Z. Es ist ein Fanmade-Spiel, das komplett frei und kostenlos verfügbar online ist. Man kann es jetzt runterladen. Ich werde euch den Link dazu auch mal in die Videobeschreibung packen. Ich habe vorhin schon mal eine Runde Probe gespielt. Seht, es gibt 9 Charaktere, von denen eigentlich nur Babidi und Mr. Satan ein bisschen seltsam ausstechen. Aber ansonsten sieht das sehr, sehr cool aus. Ich habe vorhin, wie gesagt, schon mal kurz gespielt und da böse auf die Fresse bekommen. Jetzt versuchen wir das Ganze nochmal. Wir nehmen hier Gohan. Wir fangen an mit einem Match gegen Piccolo. Mal gucken. Ich spiele hier auf mittlerer Schwierigkeitsstufe. But I'm not sure you would thank me. Round 1, fight! Mal gucken, ob ich hier irgendwas noch hier beschissen kann. Ich habe genommen, weil der sich hier einfach nur spielen lässt und auch für manche Kombos ein bisschen möglich sind. Ich muss dazu sagen, Piccolo ist einer der dankbaren Gegner. Ein, zwei Probeläufen, weil ich immer so Ende der Freezer kam. Denn der ist schon eine ziemliche Bitch, aber auch so Goku ist ein sehr, sehr harter Gegner. Wenn das jetzt doch ganz gut geht. Wenn man dieses Spiel sieht, das Ganze ist sehr, sehr Street Fighter inspiriert. Schafft es aber dennoch so den Charme, den Geist von Dragon Ball zu erzeugen. Das ist auf jeden Fall besser als die PS1-Klassiker. In Anführungszeichen Klassiker, die ich letztens mal vorgestellt habe. Das Ganze ist eigentlich, es ist ein sehr, sehr schönes 2D-Beat. Man sieht doch die Figuren, die Animationen, die Hintergründe, das ist alles sehr, sehr liebevoll gestaltet. Charakter auf Twitch gleich noch. Himmel! Ich sollte ein bisschen mehr darauf achten, wie Spieler weniger labern. Hier sowieso. Jetzt sowieso, ich habe das Spiel nicht zu gerade der Überkopf. Oh, der ist erledigt. Ich bin in Tekken ganz ordentlich, aber... Das meine ich mit Animationen. No, you can't win. You can't destroy what I really am. I am justice. So, oh yeah, und jetzt kommt Son Goku und jetzt kick ich schon die Fleisch auf die Fresse. Man sieht hier, man kann so ein bisschen fliegen, man kann sich durchdashen. Man sieht auch so gewisse Sachen, die man von Dragon Ball einfach kennt. Aber das Ganze eben... ist so gehalten, dass es ein sehr schönes 2D-Kalt-Map ist. Und es wirklich sehr gut spielt. Das kann man wirklich sagen. Steht gut in der Hand. So die Charaktere spielen sich alle ein bisschen anders. Zum Beispiel, der ist relativ schnell. Ich kann einige schöne Kombos zum Stapel lassen, auch wenn man sagen muss, dass das, was ich hier praktisch ablasse, wirklich noch keinen Preis gewinnt, denn da ist eigentlich sehr viel mehr möglich. Ich verlinke euch den Trailer zum Spiel auch mal, da seht ihr, was so der Herrscher alles abziehen kann. Komm schon! Nein! Ich hatte die Runde doch schon fast! Scheiße! Ich sollte mich etwas mehr konzentrieren, sonst ist hier gleich schon Schluss. Diese Animation mit Goku, der Hunger hat. Einen aber eben gleich noch auf der Kaffee-Kombo kann. Ja, genau. Ich muss sagen, ich finde die Schwierigkeit des Spiels, dass hier jetzt die mittlere Schwierigkeit ein bisschen schlecht ausgefallen. Scheiße. Ich habe gesehen, Piccolo, das war gar kein Problem, während der hier... ...die gerade schon sehr viel besser einschenkt. So gut, wie man aussieht und meine Güte, der Combo mich... Der Combo ordentlich weg. Das muss natürlich nicht sein. Ich möchte jetzt hier nicht im zweiten Kampf den Charakter wechseln müssen. Aber das könnte jetzt gleich schon blühen. Wie gesagt, ich bin... In Beat'em Up wirklich nicht so der Experte, aber ich möchte dieses Spiel hier eigentlich sehr gerne zeigen, da... Ich werde schon erwähnt, sehr großer Dragon Ball Fan bin.
leider hin, was ich mir selber sehr, sehr genial finde. Scheiße, und ja. Das war's ja auch schon. Wir machen weiter, aber wir nehmen jetzt mal Vegeta, denn der lässt sich eigentlich auch sehr, sehr cool steuern. Und Vegeta gegen Son Goku, das muss ja wirklich sein. Round 1, fight! Ja, komm. Vegeta sieht man hier sehr, sehr schnell. Ich hab noch nicht so wirklich rausgefunden, wie Special Moves sind. Ich hab jetzt mal eine Runde gezockt. Eben, wie man hier auch gerade diesen 3-Meter-Kreiser bekommen habe. Sollte vielleicht mal die Schwierigkeiten vom mittleren Grad runterdrehen. Ja. Erst ein bisschen üben, aber... überlegen. Ja. Das sah cool aus, wollte ich aber eigentlich gar nicht. Diese war gar nicht... aber richtig, aber... ja. Und damit haben wir jetzt auch so einen Goku zumindest einmal reingekriegt. Und Vegeta schießt wohl ins Bild. Die Animation kannte ich jetzt noch nicht. Ja, das fängt ja gut an. Hallo? Mit das Spieltempo, das kann man auch noch einstellen, aber das ist die normale Geschwindigkeit. Das Spieltempo ist sehr, sehr angenehm. Das lässt sich sehr gut spielen. Schon noch vor, wenn wir nicht besser sind, können wir hier auch noch einen Kurs zeigen. Das ging gerade noch dahin. Wie gesagt, im dritten Kampf kam jetzt die Schlange. Zwei Runden gespielt habe immer Freezer. Und der war für mich dann auch Ende. Und wenn ich jetzt hier von Goku so klein kriege, und danach sieht es gerade aus, dann könnte das nachher aber vielleicht nicht so sein. So, Kamehame jetzt noch nicht. Ja, komm schon. Hey, jetzt komm schon! Jetzt bin ich noch klein, ich sag's euch. Okay, so. Vegeta schießt schon wieder das Bild kaputt. Die Tat, Vegeta. Das passt. Ja, Nummer 3, da haben wir jetzt Freezer und jetzt... The power is all mine, Freezer! Dreadful noise! Be gone! Die Sprüche, die Synchronsprecher sind aber schon dabei, das ist sehr, sehr cool und ja. Okay. Ich sag, dieser hat ein paar sehr miese Kombos, ein paar sehr fiese Race-Attacks. Und was ich auch in den vorherigen Durchgängen hatte. Der Kerl kommt ab und zu in so einen Modus rein, wo er einfach alles blockiert und mir entgegenkommt. Ihr seht's hier. Hey, die Rechte sind nicht durch, aber... der blockt einfach sehr, sehr vieles von dem, was man macht. Schneid ich das. Von dieser Attacke hab ich schon alte Träume. Jedes Mal. Ja, und natürlich noch ein Boden und Dankeschön und noch eine. Dann droppt er mich auch noch. Dämlicher Wichser. Mit dem Death Beam könnte ich jetzt auch schon wieder kotzen. Oh Scheiße, das war's, glaube ich. Hier wieder, wie schnell diese Attacke kommt. Freezer ist einfach eine Bitch. Freezer, come on playing with your toys. Dinner is getting cold. But Daddy, I'm busy. Oh dear. Round 2, fight. Ja, komm, die kriegen wir noch gleich. Ich würde hier gegen Freezer gerne Goku nehmen, aber ich muss sagen, ich hab jetzt so gut gelöst, so gut, meiner Meinung nach nicht so gut. Kommt ihr mit dem Gegner und Gohan deutlich besser, klar? Hier wieder, block alles und dann wieder der Beam und Dankeschön. Ja, das erinnert schon sehr, dass ich das Anime kenne. Aber... na jetzt, komm schon! Ich muss diesen Saftsack noch klein kriegen, das kann doch wohl nicht wahr sein. Komm schon, Vegeta. Viel zu scheiben, ich hab ihn zwar getroffen, aber er mich auch und damit war's das. Nächster Versuch. Ich schreibe mal eins auf, neben Majin Vegeta.
spielt es ein kleines bisschen anders und was zur Hölle ist das? Your services Lord Freezer. No longer required. Round one. Deathwing! Geht mir dermaßen auf den Kopf zu seinem Deathwing! 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 Er kommt einfach nicht durch seine Abwehr durch! Ist der Sonne relativ schnell! Eine Güte! Na komm schon! Ich sehe hier keinen Nass, Leute. Meine. Ich wiederhole es gerne nochmal. Ich bin in diesem Aspekt für den zweiten so, weil ich den Vogel nicht angestellt, dass ich jetzt hier komplett auseinandergenommen werde. You brought this on yourself. Ach, halt die Klappe. Eine dämliche Planetenzerstörer-Attacke. Ja, genau das. Mit der eine Kombo hinter, da kann ich immer unterbrechen, er kann immer selber eine Kombo starten. Ja. Der Scheiß ist wieder. So. Jetzt reicht's aber. So. Und da haben wir's. Der muss doch zu schaffen sein. Piccolo und Goku, mit denen konnte ich beiden nicht so gut spielen. Probieren jetzt nochmal Gohan. Vielleicht kriegen wir über die Schnelligkeit ja was hin, aber demonstrate your services. Lord Freezer. Wenn wieder nicht klappt, dann. Das ist so scheiße, denn irgendwann habe ich dann auch genug blamiert. Wie gesagt, ich werde das Spiel auf jeden Fall in der Videobeschreibung verlinken. Das soll ich mit dem Thema runterladen, der nächste Mal Beatmap für Dragon Ball steht, das ist sehr, sehr cool. Come out and play. Ja, komm schon. Ich muss der Scheißattacke schon wieder. Ja, du wolltest es ja so. Du hast gerade sehr gutes Timing. So. Na komm schon. Ich habe ein paar Mal gezeigt, sind dann die Attacke eingesteckt und bin trotzdem weniger reich. Das kann doch wohl nicht wahr sein. So. Der King-Kombo ist schon relativ gut. Himmel! Selbst wenn ich seine Attacken ausweiche. Ja klar, er lädt sich gerade noch auf und im angelaufen kommen kriege ich dann sogar noch die Fresse. Himmel, Herrgott. Ja. Oh ja, ich fange mit dem Death Beam an. Wenn er jetzt weg ist, danach kommt der Rambo. Und dann der Rambo. Das ist schon so nett. Was dieser Kerl nicht kontern kann? Zu weit am Arsch, glaube ich. Ja, noch eins weiter aus war's für mich. Ja, da. And there we have it. So Leute, ich glaube für einmal habe ich mich damit jetzt genug blamiert. Klar, das ist hier mal so als ersten Eindruck hoch. Ich werde das auf jeden Fall nochmal spielen, wenn ich ein bisschen mehr Übung drin habe. Aber ich denke, so meinen gescheiterten Versuch hier ist vielleicht auch ganz lustig anzusehen. Ansonsten war es das von meiner Seite jetzt erstmal. Ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal.